Willkommen zurück in Estoril und wir sehen die Wiederholung eines dramatischen Unfalls. Gerhard Berger war zum Reifenwechsel an den Boxen und er kam auf die Strecke zurück. Da bog das Auto rechtwinklig ab, mitten durch das Feld hindurch. Das hätte um ein Haar zu einer riesengroßen Katastrophe geführt, denn es fuhren einige andere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit gerade vorbei. Wir sehen das Ganze noch einmal. Das Auto bricht plötzlich aus und das hätte zu einer riesengroßen Katastrophe führen können. Gerhard Berger verlor die Kontrolle, offensichtlich auf einer Bodenwelle, als sie das Auto aufstellte. Und um ein Haar riss Gerhard Berger hier Derek Warwick von der Strecke, der gerade